Problem ist bloß, jetzt bin ich halt in den großen, weiten Wald gelatscht. Und ich werde hier wahrscheinlich auch so einfach nicht mehr rausfinden. Also, ich wollte mich ja nach Straße oder irgendwas richten. Ach ja, die Musik. Ich. Einerseits abseits des Weges hätte ich das ja sonst nicht gefunden. Okay, von hier kamen wir hoch. Gut. Deshalb wäre halt echt eine Karte schön. Auch wenn der sich die nur selber zeichnet, das ist mir relativ egal. Hauptsache, ich habe irgendeinen Anhaltspunkt. Ich weiß nicht, ob wir hier rein sind. Ich würde da hinten ganz gerne nochmal gucken. Weil das mit der Granate. Ich meine, warum lag die da? Weil ich habe so vom Gefühl her, hat alles in diesem Spiel einen Sinn, was du finden kannst. Oder dass du es für irgendwas verwenden kannst. Aber bei der Granate weiß ich nicht. Erschließt sich mir noch nicht so wirklich. Okay, ich glaube, dass hier wieder rumlatschen, so ein kleiner Schuss in den Ofen mal wieder. Aber hey, man hat ja gesehen, es bringt dann doch vielleicht manchmal was. Jetzt muss ich bloß nochmal den Weg finden. Würde ich vielleicht den Weg dann doch mal weitergehen. Wo man halt auch wieder zu anderen. Ist das der Weg? Ist das jetzt hier der Weg oder nicht? Ich bin gerade ein bisschen. Ich gehe mal einen Berg hoch. Aha. Das kenne ich irgendwo her. Da ja da Ruhe in Frieden überall drauf spielt, ist das manchmal von einem deutschen Entwickler? Das habe ich gar nicht. Naja. Ich weiß auch nicht, ob das so wichtig ist, aber hätte ich jetzt nicht gedacht. Oder vielleicht spielt es ja bloß in Deutschland. Aber Ethan Carter, ja, das nee. Egal. Kirchentime. Das kann nur gut werden. Oder es passiert rein gar nichts. Ab in die Schwärze. Hoch zur Küche komme ich ja, glaube ich, nicht, ne? Obwohl, hier ist noch ein Anbau. Und vielleicht ist. Notfalls muss ich vorne noch mal rein, aber das kam mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht so. So, eine Tür. Kam mir ehrlich gesagt noch gar nicht so groß vor. Auf jeden Fall rechts müsste es theoretischerweise irgendwo. Ah, gucke mal. Oh, schade, jetzt kann ich hier nicht weiter hoch. Aber ich habe einen ersten Hinweis gefunden, aber das war halt bloß ein, ja, toll, ein zerbrochener Laterne. Was hier hinten rund, ja, ne? Ja, doch. Ich weiß nicht, von außen wirkt das irgendwie größer. Hier haben wir nichts. Also habe ich schon wieder das Gefühl, dass ich vielleicht zu schnell irgendwie rumrenne und nicht genau gucke. So ein Friedhof wird sich halt auch anbieten, dass irgendwie was passiert ist, ne? Zwecks irgendeinem Ritual oder sowas. Obwohl ich halt bei den Gräbern schon. Ah. Ist das hier? Nee. Doch. Kann ich auch mitnehmen? Soll ich jetzt den Fridjof hier aufräumen oder was? Okay, ich. Guck mal, ob ich hier am Anfang noch was vergessen habe. Und da sind noch. Oh Gott, wie ist es? Mausoleen? Ist das richtig? Okay, Zeichen eines Kampfes. Hä? Okay, Blutfleck, aber mit dem erzählt er mir nicht weiter mehr. Es wird hier wirklich mehr wie ein Mordfall geben, oder? Zumindest kommt mir das erstmal so vor.
Karre, okay. Gehen wir auch gleich rein. Ich will bloß nochmal hier draußen gucken. Oh, das ist eine Menge. Ach so, das ist Pinsel. Gut. Moment. Ja, oh. Ist schon groß, aber nicht groß genug. Ich kann da aber auch leider nicht reingucken. Ich schätze mal, das wird unten im Mausoleum sein. Beim Stein war es ja auch so, dass das uns die Richtung da einigermaßen vorgegeben wurde. Fixieren? Ah! Lol. Ja gut. Stimmt, die haben wir mitgenommen. Okay, dann lass uns mal runtergehen. Hier war noch ein Fragezeichen. Vor allem, ich habe da noch eine Krähe mitgenommen. Achso, nee. Hat er. Ja, hat's ja schon. Hat er schon gesagt. Irgendwas muss hier sein in der Schwärze. Kann ich nicht eine. Kann ich die dämliche Dings nicht mitnehmen, um hier Licht zu machen? Kann man das nicht kombinieren? Okay, da fehlt vielleicht noch ein bisschen was. Hier hätte ich auf jeden Fall gedacht, dass ich die Krähe vielleicht reinpacken kann, die ich gefunden habe. Muss ich vielleicht irgendein Glas finden? Weil unten komme ich sonst, glaube ich, nicht weiter. Aber ich habe halt... Ich bin nicht wieder zu schnell irgendwie rumgewandert. Dass ich hier drinne vielleicht noch irgendwas vergessen habe. Ich meine, ich brauche, glaube ich, ein intaktes Glas dafür, oder? Damit ich die Lampe mitnehmen kann, um runterzugehen. Ich meine, sonst sieht unser guter Freund ja nichts. Aber hier, na, hier war die zerstörte gewesen. Ich sage mal nicht weiter. Könnte sich halt überall auf dem Friedhof hier was befinden. Oder ich musste die Lampe erst triggern, damit ich den anderen Shit sehe. Das kann natürlich auch sein. Oder einfach mal versuchen runterzugehen in der Hoffnung, dass da irgendwas aufploppt. Aber glaube ich, würde nicht gehen. Wir müssen schon... Einen Blutfleck hatten wir, glaube ich. Ja. Nicht rein. Ich weiß jetzt nicht, ob das mit der Öllampe so funktioniert. Ich meine, dass ich hier runtergehen muss, weiß ich. Aber hier war zum Beispiel auch nicht mal ein Opfer. Oh, lol. Ach. Okay, hier kommt die Krähe hin. Ich dachte, das wäre eine echte tote Krähe. Es werde Licht. Und da haben wir unser Opfer. Ja, was heißt Angreifer? Ist halt eine Ritualwunde. Aber, nicer Dolch, oder? Klauen wir uns natürlich. Aber wir werden noch nicht alles zusammen haben, oder? Nee, 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 nee. Das haben wir nicht. Kann ich auch mal ziehen? Ja gut, heller wird es hier nicht werden, ne? Warte mal. Hä? Hier war gerade ein U oder sowas. Ah, lol. Ja. Siegel? Ich
meine, den Eimer kann ich... Muss ich das Siegel vollenden? Oder ist das jetzt bloß... Okay, da ist ein Siegel dran. Das muss natürlich auch sein. Ich kicken mal, ob es ein wenig größer geworden ist. Ah. Ja, ich würde mal sagen, typischer Fall von Ritualopfer, ne? Achso, wir müssen ja wieder rekonstruieren, ich vergaß. Okay, ich dachte, es wird vielleicht immer wieder irgendwas selbes, irgendwas Neues sein, weil wir ja auch zwischendurch das Haus hatten. Ich muss ja erstmal alle aufdecken. Wo ist denn jetzt der letzte hingeflogen? Okay, das weiß ich nicht, ob es... Ich habe mir die Szene jetzt gar nicht weiter angeguckt. Ich schätze mal, er wollte fliehen. Er will nicht da rein. Da hinten haben sie dann erstochen. Das ist nicht das Opfer, glaube ich. Aber das müsste das Opfer sein, oder? Ich bin mir nicht sicher. Dass wirklich so einfach ist. Dass die den da reinbringen wollten und der wollte nicht. Wir werden es rausfinden. Notfalls, ihr wisst ja. Immer schön rumprobieren. The hell's going on? Where's Ethan? The one who sleeps. Okay, das erste war sogar falsch. Warte mal, haben die Ethan... Nee, das wäre zu früh, wenn wir jetzt schon Ethan gefunden hätten. Nee, Ethan ist doch noch ein Junge. Bin ja doof. Aber hier lebt er ja auch noch. Also das da hinten sollte das letzte sein. Okay, vielleicht. Weil die sind halt neben, beide nebeneinander. Vielleicht habe ich halt die bloß verwechselt. So, vorherige. Und das wurde gleich zur nächsten. Sehr schön. Our boy. Chad is putting our boy in that crypt. And bricking him up. Giving him to the sleeper. Forever. The hell's going on? Where's he? Okay, die Eins haben wir. Das ist manchmal dann doch das Letzte. Die Eins haben wir. Our boy. Chad, let me... warte mal. Vielleicht ist die zwei auch ganz da hinten. Our boy. Chad, let me... Hä, ich hab's doch. Ja, das hatten wir doch gerade eben. Warum ist das jetzt hier schon wieder eine 2? Warte, dann stelle ich das hier hinten nochmal um. So, vorheriger. So. Chad, get off of him. Ja, dann kann es eigentlich bloß hier. Warte, nee. 2. 3.
Mal gucken. Oh boy, you know he's harmless. You know this is wrong. Chad, finish those bricks before he wakes up. Chad, let me see it. Get the hell away from me. This is Dale's fault. He should have been helping. Dale's weak. He always has been. You're right. He is weak. Chad, get off of him. He's your brother. Get off of him. What the hell's going on? Where's Ethan? The one who sleeps must not sleep. Your Uncle Chad is dead. Gross. Ethan! It's not right. Ethan's our boy. Dad, I need to get into the mine. What? Mine? My key. I don't have it. I guess I'll use the tunnel near the gate. Just keep Mom away from me, all right? She's sick. You're all sick. Okay. The sleeper must not sleep. Ethan disturbed something. Whatever it was, it got out into the air and into the minds of his family. Ich dachte, Ethan sollte was freigelassen haben. Dementsprechend, was jetzt gerade gesagt hat, hier, dass ihm irgendwas inne gewohnt hat. Obwohl, doch würde auch wieder Sinn machen, wenn es ein Dämon wäre, zum Beispiel oder so, dass als er in dem Haus war, in ihn halt rein. Das vielleicht auch gar nicht mehr weiß. Ne? Oder er hat es nicht gemerkt. Keine Ahnung. Deshalb der Schläfer in ihm. Da komme ich ja von 100 ins 1000. Ne? Aber ich glaube, von wegen diese Geschichte, was ich angesprochen habe mit es wird alles wahr. Mehr oder weniger alles, was er schreibt. Kam, glaube ich, oder ich habe mich da vielleicht ein bisschen sehr von dem Astronauten beeinflussen lassen, weil das war halt absolut random. Ne? Das war komisch. Aber na gut. Er hat einen Tunnel angesprochen und ich glaube, da würde ich mich, wenn möglich, gleich mal hinbewegen. Ich weiß nicht, ich müsste dann einfach bloß wieder zurück. War das das Waldstück, was wir hier schon hatten? Ah, wegen der doofen Granate, ne? Das ist halt bloß, weil ich einmal diese dämliche Granate da gefunden habe und ich weiß halt nicht wofür. Vielleicht bin ich auch einfach bloß zu früh hingelatscht und das kommt auf den Rückweg erst oder so. Kann auch sein. Dementsprechend ist das hier der Weg. What do the dead have to say? You'd be surprised by how little they know. The dead can't explain what it means to be dead. They walk down stairs that disappear beneath their feet, headed for some bright blade of memory they'll never reach. Man könnte fast meinen, dass er irgendwas sowas wie Totenbeschwörer ist oder Detektiv hier, und das wissen wir bloß nicht. Weil, also es hat sich gerade so ein bisschen so angehört, keine Ahnung. Oder es sollte halt einfach Dieb klingen oder so, ich weiß nicht. Ich glaube, den Tunnel, den ich eigentlich gesehen hatte und zu dem ich zurück wollte, der ist hier nicht wirklich, oder? Betreten? Na dann rein da.